Ja, da sind wir wieder. Bei Dark Souls 2. Ich habe jetzt eben kurz was gegessen. Und jetzt geht's hier weiter. Okay, und anscheinend, wenn wir hier lang gehen, mit einer Fackel, dann passiert irgendwas. Und ist ja auch ein Fackelständer irgendwo, weil dann könnten wir das gleich ausnutzen, dass wir die Fackel verschwenden. Beziehungsweise verschwenden wissen wir ja noch gar nicht. Runter. Zack. Ist hier wieder irgendwo ein Schalter oder so, dass man das Ding hochfahren kann. Beziehungsweise wir können uns allgemein hier mal umgucken. Nochmal hier unten. Ziehen wir mal. Und ich weiß ja auch nicht, ob jetzt... Nehmen wir kurz einen Heiltrank. Also so ein Dings hier. Weiß ja gar nicht, ob die jetzt hier nochmal kommen. Okay, nee, die kommen anscheinend nicht. Die bleiben da hinten. Bleiben in ihrer Rolle als Bogenschützen. Hi. Boah, die sind, das sind richtige Arschlöcher. Ich mag die nicht. Die sind doof. Ich mag die überhaupt nicht. Die sind richtig schlimm. Weil die sind auch so schnell. Gott, sind die... Guck dir das mal an. Wenn die einmal in so einer Schlagkombo drin sind. Die haben immer einen Kopf. Mein Gott, ey. Wenn die einmal in dieser Schlagkombo drin sind. Moment, da ist eine Waffe. Ich töte jetzt aber erst die da oben. Die Bogenschützen. Na toll. Alter, das sind auch noch Giftpfeile. Ich krieg die Krise. Hätte sie auch nicht anders erwarten sollen, wenn ich ehrlich bin. Oh, da hat's kurz gelaggt. Boah, da hat's richtig gelaggt. Ja. Ne, da springe ich nicht rüber. Ich bin noch nicht des Wahnsinns, ey. Ich nehme nochmal einen Heilstein. So, und jetzt holen wir uns die Waffe da. Also wenn das jetzt wirklich eine Waffe ist. Also zwei Nachrichten sagen zumindest, dass es eine Waffe ist. Dann wird das wohl stimmen. Oh, meine Nase juckt. Boah, so wie ich das Spiel kenne, kommt jetzt links hier gleich noch irgendwo was oder so. Oh nein, bitte keine Waffe. Bitte keine Falle. Okay. Pike. Oh, die gab es auch bei Dark Souls 1. Ich weiß jetzt aber aus dem Kopf gerade nicht mehr, was das für eine ist. Wir gucken uns das mal kurz an, ob das vielleicht so eine Dex-Waffe ist. Hm, Pike. Pike. Da ist die Pike. Ja, okay, die macht so gut wie gar keinen Schaden. Na super. Wir müssen uns nochmal eine schöne Waffe raussuchen. Ich glaube, wir versuchen das jetzt einfach mit der Fackel. Wir haben ja einige von diesen Flammenschmetterlingen. Und wirklich brauchen werden wir sowieso nicht mehr. Denke ich jetzt einfach mal. Okay, versucht Fackel. Inventar. Da haben wir gerade zwei dabei. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch mit der Fackel, oder was? Entzünden. Sexy. Was hat das jetzt gebracht? Das Ding brennt jetzt ab. Sie hat aufgehört zu schlagen. Also sich zu drehen. Hm. Jetzt hat's aufgehört. Bitte kein Boss, bitte kein Boss. Ja, danke. Oh, Leuchtfeuer. Gut. Am Leuchtfeuer rasten. Machen wir einmal kurz.
Obwohl, scheiße, es war ein Fehler. Ne, jetzt sind die alle wieder da. Ugh. Okay, es dreht sich jetzt alles hier nicht mehr. Das ist schon mal sehr nett. Nein. Komm hier. Zack. Weg. Aua. Oh, das sind solche Arschlöcher. Ich hasse die. Aua. Boah, sind das Wichser, ey. Das sind die Scheißgegner vom Dienst. Die hauen aber auch richtig rein. Alter Finne, ey. So, da waren wir ja gerade eben schon. Haben wir das Item vorhin schon geholt? So. Oh, nee, verdammt. Ich wollte ihn noch von hinten. Egal. Hauptsache irgendwie tot. Maske der Männchen. Guck mal ganz kurz an. Das Ding hier? Da. Eine launische Königin schenkt ihnen Leben und riss dann ihre Gesichter ab. I. Wie sonst hätte sie denjenigen vergeben können, die es gewesen hatten, nee, die es gewagt hatten, sie anzusehen. Aha. Was macht die jetzt genau? Die hat nichts Besonderes, oder? Höchstens so ein bisschen Giftresistenzen und sowas. Huch. Und hier sind wir gekommen. Oh. Gut. Interessant. Bin ich wohl irgendwo über eine Steinplatte rübergelaufen. Da oben scheint ein Boss zu sein. Oh Gott, Hauptsache nicht mehr Zufälle von diesen Gegnern. Die sieht böse aus. Jau! Läuft bei euch. Was ging mit denen denn ab? Was hatten die denn bitte für ein Problem? Was ist bei denen im Kopf falsch gelaufen? Alter Finne. Boah. Mein Gott, man kann doch über alles reden. Zimmer denen auch nicht so eine riesige Explosion ins Gesicht. Boah, oh Gott. Okay, der ist tot. Okay, 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 okay. Fuck. Ich muss ihn in eine Reihe kriegen. Aua! Guck mal, wie die abgehen! Fuck! Oh nein! Aua! Nein, du Arschloch! Du Arschloch! Was machen die denn? Das gibt's doch gar nicht. Alter, was geht mit denen ab? Das ist doch nicht normal. Was sind das denn für Gegner? Die sind viel zu schnell für mich. Komme ich ja gar nicht hinterher. Was machen die denn? Alter Finne. Und diesmal laufe ich auch noch rein. Ich habe mir dran gedacht jetzt. Ja, schön. Aufgespießt. Boah. Mein Gott, haben die ein Problem. Ne, Bilbo? Ja? Der guckt auch ganz entsetzt, was die denn für ein Problem haben.
höre schon wieder solche Typen. Das sind die beiden. Alter, ich will die Waffe von denen. Alter. Was geht mit denen ab? Die explodieren auch noch, wenn die tot sind. Ernsthaft? Jetzt habe ich mich vergiftet. Gut, darunter möchte ich jetzt erstmal nicht. Erstmal. Gehen wir erstmal auf die andere Seite. Was? Ich werde langsam vergiftet. Och nee, komm schon. Okay, jetzt lässt es wieder nach. Boah, Alter. Ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich gerade nicht so recht glauben kann, was das für Viecher sind. Aber dass die auch noch explodieren müssen. Einfach aus Prinzip, ne? So, komm du mal her. Dich hole mir jetzt ganz in Ruhe. So, zack. So. Und zack. Okay. Boah, aber die Typin da. Mein Gott, was haben die denn für Probleme? Nein, da ist noch eine. Könnt versuchen, das so zu machen. Oh nein. Weg von hier, weg von hier, weg von hier. Heiltrank. Weg. Die haben auch diese Dinger da, ne? Okay, 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 okay. Okay. Aber was haben die denn da für einen Fächer, ey? Der macht ja mir so ein bisschen Angst. So, was ist hier jetzt schon wieder für eine... für eine kranke Teufelei? Oh nein, nicht wieder solche Typen. Keine Lust mehr auf Gift. So, die kriege ich so tot, so. Wenn ich ganz vorsichtig bin. So, schön hier alle jetzt töten, bevor sie überhaupt rankommen.
die nächste Phase vorsichtig hier zerstören. So, schön. Zack. Zack. Und zack. Zack. So, das Ding werden wir gleich auf jeden Fall benutzen auch. Das Pharos-Ding. Okay, die glatten, seidigen Steine hier müssen wir alle noch benutzen. Ach nee, ne. Ach, leck mich doch am Arsch. Aua! Komm, noch einmal. Oh, gut. Arbeitshaken. Einen Moment. Den Arbeitshaken gucken wir uns mal an. Arbeitshaken. Da ist ein Arbeitshaken. Der macht Blutung, aber sonst macht der sau wenig Schaden. Wiegt aber auch nichts. Okay. Sinnlos voraus. Vorsicht vor Bedauern. Okay, da werden wir nicht benutzen, das Ding. Nehmen wir noch einen kleinen Lebensstein. Und gehen dann hier hoch. Finstergeist voraus. Ach man. Warum? Wieso tut mir dieses Spiel das gerade eigentlich an? So. Der hat das Ding zweihändig. Wir müssen echt aufpassen. Er hat auch noch Blutungsschaden. Wisst ihr, so ein Ding will ich nämlich dann auch haben. So eine richtig geile Waffe mit Blutung. Das Schlimme ist, die Dinger hier, die verhalten sich echt genau wie PvP-Typen. Ja, nee, ist klar. Das war's. Na gut, nicht ganz genau wie PvP-Typen, aber schon extrem wie... Da, guckt euch an, die haben's voll drauf, die Kerle. Okay. Da, wie eiskalt. 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 Da. Junge. Den kriege ich nie im Leben, kriege ich den kalt. Kalt. Ja, guckt es doch an, ey. Was ist denn das für eine... Wie soll ich den denn klein kriegen? Wie soll ich denn das machen? Ist das ein Scheißgebiet? Oh Mann, das ist ja das... Das ist... Neues Hassgebiet gefunden, ey. Ah. Der ist aber auch heftig, der Kerl. Ich wollte ihn, ich will den ja gerne backstabben, aber der ist sau schnell, der Kerl. Daneben. Das war's. Ich bin tot. Und wenn das so weitergeht, hole ich mir für das ganze Gebiet hier gleich einfach Hilfe. Da, guckt euch doch die Scheiße an, ey. Ich habe doch gar keine Chance. Oh Mann, das regt mich gerade so auf. Allein diese Gegner sind schon so scheiße. Oh, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt Hilfe. Ist mir scheißegal. Einfach Hilfe. Mache ich den Part vielleicht ein bisschen länger, damit ich einfach hier rauskomme. Boah, was ist das für ein Scheiß, der Finstergeist? Der ist so... Oh. Der nervt mich gerade richtig. Und vor allem die ganzen Seelen sind jetzt auch weg. Ah, Gift lassen wir lieber drin, die Giftresistenz. Ah, komm, müssen uns sowieso menschlich machen. So. Zack. Menschlich. Danke. Ah, hier, schön.
Sunlight-Typ. Na los, komm, hilf uns. Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich denn hin muss. Ob ich denn da richtig war oder nicht. Oh Mann, ist das ein Scheißgebiet. Na los, komm her. Da ist er. Ah ja, ein Magier, danke sehr. Okay, Magier sind immer geil. Es geht nichts über Magier. Na los, dann mach mal. Sehr schön. Jetzt hier hoch, ne? Geh hoch, geh du voran. Ich habe keinen Bock auf das Gebiet. So. Kümmer du dich mal um die verrückten Schwestern. Was? 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 Wollt ihr mir jetzt irgendwas zeigen oder nicht? Nee. Ja, läuft. Was hat er wieder für Zauber, ey? Will er mir jetzt irgendwas zeigen oder nicht? Oh, ich habe die da oben schon wieder ganz vergessen. Gegenstand, das hat sie. Bewegtes Dämonenkraut, sehr schön. Ach nee, sag an, da vorne ist doch schon der Boss, oder nicht? Ich muss ja nur hier runter, stimmt. Oh. Achso, hast du irgendwelche besonderen Sachen? Okay, ich lock sie an. So macht man das schön zu zweit. Der eine lenkt ihn ab und der andere backsteppt ihn. Sehr schön. Warte, ich muss noch kurz das Item hier holen. Gegenstand nehmen. Dankeschön. Hier liegt auch noch was. Grabwächtermaske. Ah, Dankeschön. Hofner Thomas holen wir auch noch. Oh, Dankeschön. Na dann komm mal her. Oh Gott, was ist das denn für einer? Der macht mir Angst. War das jetzt, ist das jetzt ein Spieler oder ein NPC? Weiß ich gerade gar nicht so genau. Okay, zum Boss. Bäh. Sag mal, hat hier eigentlich niemand einen Kopf? Gucken, was sie zu Feuer sagt. Okay, sie sagt, Feuer ist gar nicht mehr so schlimm. Ach verdammt, hätte ich eigentlich auch alleine machen können. Aua. Die hat den Kopf in der Hand. Interessant. So. Zack. Schön nochmal drauf hier. Deren Waffe ist, glaube ich, auch eine ganz gute Dex-Waffe. Sieht zumindest danach aus. Schöne helle Bade. Aua! Tötet sie! Oh mein Gott. Dankeschön! Danke euch! Tschüss! Okay. Sonnenlichtmedaille. Schön. Können wir gleich beim Dings dann auch reinpacken. So, okay.
Estus. Geschafft. Geschafft. Gelobt sei die Sonne. Ich glaube, es ist der Satz, den ich in Dark Souls 1 am meisten gehört habe. Praise the Sun. Immer gelobt sei die Sonne. Die ganze Zeit. Das ist irgendwie die beliebteste Nachricht. So, sonst ist hier aber nichts, ne? Nee. Geht ziehen können wir nicht. Dann gehen wir mal in den Leuchtturm. In den Leuchtturm? Ne, in den Fahrstuhl. So, bitte sei jetzt einfach ein Leuchtfeuer oder so. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißgebiet. Das soll einfach nur noch weg, das Gebiet. Da habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf, dieses Gebiet. Boah, das geht aber ganz schön weit hoch. Okay, da geht's raus. Was geht jetzt hier ab? Wie Leuchtfeuer voraus oder so? Hm? Nicht? Oh. Eisenschloss. Boah, sieht das geil aus. Das ist Leuchtfeuer. Moment, das gucke ich mir gleich nochmal genauer an, das Eisenschloss. Da liegt ein Item. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich so ein Lava-Dingsring. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Okay, das ist auf jeden Fall viel besser als dieses scheiß Giftzeug da. Boah, ich kann mir gut vorstellen, dass die Lava hier noch abgelassen wird. Ja. Oder dass die hart wird, die Lava. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Eins von beiden, dass hier irgendwie Wasser ganz viel kommt oder so. Oder irgendwas anderes. Wir gehen mal kurz noch mit Jula. Was ich mich jetzt aber doch frage, ist, was hinter dem Finstergeist war. Na, irgendwann werden wir das mal herausfinden. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass wir aus diesem Scheißgebiet raus sind. So, aufleveln machen wir jetzt immer noch schnell. Mal gucken, wo wir haben ja nur ein Level oder so. So, da bist du. Hallo, na? Sie lässt das Land. Aufsteigen. Wo gehen wir denn rein? Kondition? Ja. Ausdauer ist immer gut. Okay. Ja, im nächsten Part werden wir dann unsere seidigen Steine und so, werden wir dann alle mal schön eintauschen bei Snuggly. Snuggly der Krähe. Also bis dahin, schalte wieder ein. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.